Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Dynasty Survival. Und mein Leben hat sich regeneriert in der Zeit, wo ich offline war. Das ist schön. Allerdings, wir müssen natürlich zu den Raptoren, um irgendwie, keine Ahnung, was wollten wir denn dort? Irgendwas wollten wir doch dort. Man hört es sicherlich auch. Main Switch. Looks like there's no power. Bin erkältet. Aber ja. Man kann es nicht ändern. Das ist das Wetter heutzutage. So, uns fehlt der Strom. Und Strom bekommen wir da hinten. Man kann hier nicht hochklettern, das ist schade. Das heißt, wir müssen hier hinter. Aber wenn wir Glück haben, sieht uns keiner. Hier geht gar nicht. Diesel Generator. I just need to power it up somehow. Oh Gott, Entschuldigung. So, der Generator ist an. Dann öffnen wir doch einfach mal das Türchen. Na komm. Switch on. Now we're talking. Now I have to find the button that opens this door. Ach komm. Das ist vielleicht laut. Hier oben mussten wir doch hin. Ach komm schon, Dude. Hier müssen auf jeden Fall noch einige Fehler behoben werden. Open Sesame. Gibt es für den eigentlich noch andere Klamotten? Oder rennt der nur so rum? So, da ist ein riesengroßer Ankylosaurus. In Ark sind die ein ganzes Ticken kleiner. Und zwar um die Hälfte. Aber gut. Da ist ein Loch. Da hinten sind wieder Raptoren. Nicht gut. Da ist ein Auto. Ah, erwische ich dich? So, der ist down. Da ist noch einer. Und der ist auch down. So, wenn jetzt hier noch einer ist, dann habe ich ein Problem. Oh, Tatsache, da ist wirklich noch einer. Oh, das war knapp. Dann sammeln wir erstmal ein bisschen Fleisch ein.
Oh, da ist noch einer. Da ist noch einer. Wir gucken aber erstmal ins Loch, ob hier was Interessantes drin ist. Ein Skelett. Die haben doch meist immer was dabei. Ja, eine Waffe. Hui, zwei extra Magazine bekommen. Sehr schön. So, dann holen wir uns jetzt noch den anderen Raptor. Da ist er. Der Kumpel. Willst du mich verarschen? Warum fällst du nicht um? Jetzt. Jetzt ist er down. Hier gibt's gar nichts. Und schon wieder ein Stego. Gibt's hier kein Nest, wo ich Eier sammeln kann? Das ist schade. Ich frag mich, was passiert, wenn der mich hittet, ob ich instant down bin. Wir möchten es nicht heraufbeschwören. Gab's da hinten irgendwas? Nee, nicht, dass ich sehe. So, wir gehen immer weiter den Berg hinauf. Das kann... Oh, schreck mich da nicht so. Du blödes Vieh. Oh, da ist eine Tasche. Och, nee, die greifen ihn ja auch an. Hallo? Okay, dann nicht. Boah, lass mich doch in Ruhe, Mann. Oh, da ist das Flugzeug. Oh, this is it. My plane. But I don't see any bodies. It's too far. Can't get over there. Maybe there are more survivors like me. What happened? Ja. Muss ich jetzt versuchen, da rüber zu kommen? Wir können es ja mal versuchen. Allerdings traue ich dem Frieden nicht, vor allem nicht bei diesen ganzen Fliegeviechern. Und da es hier nur so eine enge Passage gibt, wenn mir jetzt hier was entgegenkommt, bin ich am Arsch. Ich habe was gehört. Da ist ein Raptor. Da haben wir auch gleich ein Nest. Da ist der Raptor. Hm.
Ein glatter Headshot. Oh, wir haben 10 Raptoren gekillt. Läuft bei uns. Oh, wir haben Hunger. Dann müssen wir doch mal was essen. Ja, hat sich gelohnt. Da hinten ist der Leuchtturm. Da möchte ich jetzt natürlich hin. Wie komme ich hier runter? Muss ich hier wirklich komplett runter? Ich würde hier gerne nochmal oben lang. Genau. Oh, da sind wieder Gebäude. Das bedeutet wieder Loot. Au. Oh, da ist noch ein Nest. Aber kein Raptor mehr. A nest means eggs, and eggs mean food. Ich traue dem Frieden hier nicht so ganz. Okay, diese Bäume, ich weiß nicht, sind das Angroven oder wie man die nennt, bedeuten in Ark zum Beispiel Sumpfgebiet. Aber hier scheint es keinen Sumpf zu geben. Das ist schon mal positiv. Da läuft ein Para. Aber gut, was uns hier unten im Wald erwartet, das erfahren wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.